Hallo und herzlich willkommen, liebe Nähheldin oder künftige Nähheldin. Möchtest du wissen, worauf du beim Kauf deiner Nähmaschine achten solltest? Dann habe ich hier heute einen Tipp zum Thema Licht für dich. Ja, und wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Grit Hoff und ich möchte, dass du mit Spaß nähen lernst und dein Start vor allem schon ein voller Erfolg wird. Und meiner Meinung nach beginnt ein guter Nähstart einfach mit einer gut ausgesuchten Nähmaschine. Ja, und heute in diesem Video soll es um das kleine unscheinbare Thema Licht an der Nähmaschine gehen. Vielleicht bist du schon mal in einem Nähladen gewesen, Nähmaschinenladen, oder hast du auch eine Nähmaschine irgendwo beim Discounter gesehen und fragst dich, wo der eine oder andere Unterschied liegt. Nun, beim Licht ist zum Beispiel schon ein großer Unterschied die Qualität des Lichtes. An einfachen Nähmaschinen wirst du oft ganz normale Glühbirnenqualität haben, die also dann dieses gelbe, weiche Licht machen, was wir so ganz schön finden, aber beim Arbeiten gerade auf so kleinen Raum sehr anstrengend ist. Und an moderneren Nähmaschinen haben wir in der Regel LED-Leuchten, also schönes, weißes, kräftiges Licht, das unseren Arbeitsplatz unter der Nähmaschine einfach super ausleuchtet. Und wenn du dich dann noch mal weiter mit dem Thema beschäftigst, wirst du auch sehen, dass zum Beispiel auch hier noch mal Unterschiede gibt. Also entweder du hast immer diese eine Licht direkt unterhalb, also an der Nadel, aber noch bessere Nähmaschinen haben dann auch noch in diesem Freiraum, der da in der Nähmaschine ist, weitere LED-Lämpchen, die quasi den ganzen Raum noch besser ausleuchten. Und das ist wirklich eine große Hilfe, denn umso besser wir sehen können, umso leichter fällt uns die Arbeit. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, also und auch mir und meinen Kursteilnehmerinnen hier, ist es doch in der Regel so, dass man oft am Abend erst zum Nähen kommt und da haben wir natürlich insgesamt kein so gutes Licht und da sind wir um jede Lichtquelle und schöne helle Lichtquelle, denke ich mal, sehr dankbar. Also achte darauf, ob deine Nähmaschine, die du dir gerne kaufen möchtest, mit einer normalen Glühbirne ausgestattet ist oder, was eben schon viel besser wäre, mit einer LED-Leuchte oder sogar zwei oder drei LED-Leuchten. Ja. Was man auch machen kann, wenn du zum Beispiel eine ältere Nähmaschine von deiner Mutter oder Oma, Tante, Nachbarin geschenkt bekommst, haben die oftmals noch keine LED-Glühbirnen drin. Aber du kannst diese Birnen auch durch eine LED-Lampe austauschen. Also das gibt es mittlerweile, Nähmaschinen-Glühbirnen mit LED. Einfach die Glühbirne ausschrauben, eine passende dazu kaufen und ja, schon hast du auf jeden Fall auch an so einem älteren Modell sehr viel besseres Licht als mit diesem gelben Licht, ja. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Zum Thema Licht möchte ich dir noch einen Tipp geben, was auch nochmal hilfreich ist. Wenn du kannst, stell dir vielleicht eine kleine Schreibtischlampe oder so nochmal mit an deinen Nähplatz. Wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast und nutze auch hier diese sogenannten Tageslichtbirnen. Auch die geben dir wirklich ein so viel besseres Licht und werden dir wirklich helfen, alles zu sehen und deine Augen nicht so schnell ermüden zu lassen. Ja, das waren mal heute meine Gedanken zum Thema Licht an der Nähmaschine, was auch einen Preisunterschied natürlich macht. Ja, so eine billige Nähmaschine hat dies in der Regel nicht. Und ja, musst du dir einfach überlegen, auf was für dich einfach wichtig ist. Wenn du noch mehr solcher Tipps haben möchtest zum Kauf deiner ersten Nähmaschine oder deiner zweiten Nähmaschine, die jetzt deine bessere schon sein soll, mit der du vielleicht noch mehr und leichter nähen kannst, dann hol dir doch meine Liste mit meinen 20 besten Tipps rund um den Kauf deiner ersten und deiner besten Nähmaschine. Du findest den Link dazu hier unterhalb des Videos und da findest du alle meine Tipps nochmals gesammelt, die ich dir einfach dann jeden Tag per E-Mail zukommen lasse. Also nicht vergessen, ein guter Start
ins Nähen. Beginnt mit einer wirklich guten Nähmaschine. Die muss nicht teuer sein, aber sie sollte auch nicht zu billig sein und einfach auf deine Bedürfnisse angepasst sein. Umso länger hast du Spaß damit und wirst nicht an der Nähmaschine verzweifeln, sondern dich wirklich um deine einzelnen eigenen Projekte kümmern können und sehen, dass du da deine Erfolge erzielst. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich, wenn du mal wieder reinschaust hier in eines meiner Videos rund um das Thema Nähmaschine. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis dahin. Tschüss.